So, Freunde, euer Simon hier, Mario ist da, der Fitness-Oscar ist da. Wie gesagt, gerade reingekommen, deswegen machen wir, entschuldigt die Qualität, wenn es verwackelt ist oder so. Wir machen jetzt wirklich mal ein kleines Vlog. Die Jungs sind wirklich spontan vorbeigekommen. Ich weiß auch noch gar nicht genau, also wie gesagt, wir machen... Er weiß, worum es geht. Wir wissen noch gar nicht. Nee, ich weiß auch noch gar nichts. Ich habe die Jungs länger nicht mehr gesehen, den Mario länger nicht mehr gesehen, den Fitness-Oscar länger nicht mehr gesehen. Wir quatschen jetzt einfach mal ein bisschen, was bei uns passiert, was bei uns in Zukunft ansteht. Und... wie gerade so die Fitnessszene sich entwickelt, das sind ja ganz lustige Sachen, ich finde es immer sehr, sehr witzig und deswegen, wir quatschen einfach, machen wieder. So Freunde, wie ihr seht, wir sitzen jetzt draußen in der Sonne, herrlich. Wie gesagt, wir haben vorher wirklich, wir haben einfach jetzt gesagt, jetzt machen wir das Ding an, jetzt machen wir die Kamera an und jetzt quatschen wir einfach mal ein bisschen über aktuelle Themen, über uns, über ein bisschen das, was die Fitnesswelt gerade so bewegt und genau, wir haben gerade einfach mal angefangen, weil wie gesagt, das Thema, was gerade einfach so läuft, ist dieses Ganze, wir wollen es wirklich auch nicht groß vertiefen, aber diese ganze, ja, ich würde da auch nicht nur Uncle Bob, sondern insgesamt so dieses ganze Gehate und so weiter. Ich glaube, weiß nicht, ich halte mich da immer schön raus, aber es kommen einfach sehr, sehr viele Nachfragen, ich glaube bei euch auch, oder? Jeder hat da schon mal so kurz was zu gesagt. In so einer Runde haben wir einfach festgestellt, wie gesagt, wir wollen keinen groß kritisieren oder ähnliches. Aber jetzt sitzen wir zusammen und mich interessiert ja eure Meinung auf jeden Fall, was ihr da so von haltet. Ja, wir sehen uns ja auch selten und wenn man mal über die FIBO quatscht, dann kommen einfach solche aktuellen Themen auf. Ne? Eben. Ich denke, wir pushen ja dann den eigentlich indirekt auch, wenn wir was dazu sagen. Das ist auch genau das, ja. Also ich finde auch. Aber so ein Onkel Bob, jetzt sprechen wir den Namen mal aus, ne? Aktuelles Thema, hat ja auch eine Daseinsberechtigung, oder? Also ich sage ja nicht, dass das gut ist, was er macht, weißt du? Aber ich sage auch nicht, dass das gut ist, was der Karl macht, aber mit Sicherheit waren auf Karls Seite viele Dinge, die jetzt die vielleicht nicht ganz so cool waren. Aber dann kommt halt irgendjemand aus der Szene und irgendwer kommt dann einfach und dann wird das wieder reguliert, damit man einfach nicht damit weitermachen kann. Ne? So. Ich glaube auch. Ich glaube nämlich auch, dass sich so viele Dinge wirklich selbst regulieren. Also wenn ein Scheißprodukt auf den Markt gehauen wird oder wenn irgendwie ein Trainingsprogramm oder so, wenn das überhaupt nicht funktioniert, ist der in der heutigen Welt wirklich das so weit, also das lebt nicht alles lange. Transparent. Ja, ne? Deswegen ja. Und, ich finde es trotzdem ganz gut, dass viele Sachen einfach so ein bisschen aufgedeckt wurden. Das fand ich auch wichtig, auf jeden Fall. Und das fand ich auch ganz gut. Aber ich finde, langsam sollte man sich dann wieder auf das besinnen, was man kann. Und ich habe Onkel Bock wirklich mal vor dieser ganzen Hassgeschichte bin ich auf seinen Kanal gestoßen, wo er wirklich noch so gut wie keine Abos hatte. Ich habe mir mal seine Videos angeguckt, so über Fette und wo sie immer. Die sind gut, die sind echt gut. Und weiß nicht, vielleicht hier so mal von der Seite. Ich fände es viel spannender, wenn er ein bisschen was von sich geben würde, weil die waren echt cool, die waren cool erklärt, die waren auch mit so einer gewissen Ironie und mit einem ganz guten Humor. Ich finde, jetzt geht es langsam so ein bisschen. Ja, ich glaube, die erwachsenen Menschen, die hoffen ja auch, dass da in die Richtung mal irgendwas kommt. Ne? Ja, so, als jetzt. Ich denke, das ist so ein fühlt sich gerade so an wie so eine Eintagsfliege. Ja. Ne? Das, die wird zu heiß. Die wird zu heiß? Nach 15 Minuten bricht die ab, aber macht nichts. Wir haben ja soll ich dir einfach das ja, mal schauen, oder? Sonst mache ich nur irgendwas in den Schatten stellen. Ja. Vielleicht in den Schatten stellen. Hier ist kein Schatten, hier ist kein Schatten. Von dir macht nichts. Ich muss ja auch nicht alles drauf. Ich kann euch das auch, wie gesagt, wir verlinken das. Aber das Ding ist, wenn jeder das selber auf dem Channel hat, das bringt auch nicht so viel. Eben. Ja. Deswegen. Ja. Also, was hast du? Was hast du zu den ganzen Hass? Hass. Ich hasse Hass. Ja, ich hasse auch Hass. Ja. Und deswegen, ich habe ja mal auch kurz was dazu gesagt, dass ich das nicht gut finde, wenn man so viel Hass in sich hat, um eine Person, egal was sie gemacht hat, so wirklich öffentlich fertig zu machen. Andererseits... Irgendwann wird es auch alle. Ja, habe ich auch alle kennengelernt. Ja. Und ich kann, ich weiß nicht wirklich, was ich dazu sagen soll, weil zu mir sind immer alle korrekt. Mhm. Ich weiß nicht warum. Also die lassen mich in Ruhe bis jetzt und so, außer da vielleicht einer oder so. Aber das nehme ich mit Humor. Und ansonsten, ich finde das nicht gut, was einige Leute machen. Aber dass sie zu mir in Ordnung sind, lasse ich die auch in Ordnung. Was ich halt, ich weiß halt nicht, wo das hinführen soll. Er hat ja angefangen mit diesem Tim-Video, ne? Tim ist auf Stoff. Dann hat er, glaube ich, irgendwie gesagt, sein einziger Grund, das zu machen, war wirklich Hass.
Mhm. Das ist ja echt krass. Also es ist wirklich, er sagte, warum machst du das aus Hass? Er hasst ihn. Und jetzt macht er Videos mit dem. Und ist jetzt was rausgekommen? Ist jetzt ist Tim doch clean. Ja, also, ja? Kam das schon? Ich weiß es nicht, aber... Ja, keine Ahnung. Das letzte Video, was ich versucht, das immer irgendwie zu verfolgen. Ich weiß nicht, auch dieses Ganze, der nimmt und der... mit Akku hast du dich auch, glaube ich, letztens getroffen, oder? Da war letztens ein Video, hier, wo ich mit Flair da im Café sitze, ne? Ah. Und dann kam auch irgendwie... Die Begründung, warum ich stoffe, ist, dass meine Arme dicker sind als die von Flair. Nee, der hat nur gesagt, Simon ist angeblich natural. Ja. Das ja, war ja indirekt. So wer sagte das? Dieser Akku. Dieser Akku. Ja. Ich finde es auch interessant, immer auf andere zu gucken. Das ne? Lustige ja. ist, ja, ich mache. So ja, wenn man keine Themen hat, ne, dann muss man sich irgendwas suchen. Ich mache mit vielen Leuten so Videos, die sich vielleicht gegenseitig nicht so unbedingt mögen. Mhm. Aber. Also nicht, dass ich Akku nicht mache. Also Ich habe überhaupt, ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie über andere irgendwas Schlechtes zu sagen. Niemals. Ne? Also wenn ich jetzt seinen Arm so angucke, also es sieht schon ziemlich nach Stoff aus. Das ist Stoff. Also das ist Stoff. Natural nicht mehr möglich. Ne? Ja. Das Witzige ist, ich würde wirklich so gerne sagen, dass ich was nehme. Wenn es so wäre, ich würde so gerne sagen, aber es ist einfach nicht so. Das ist so kacke, wenn man noch nie was genommen hat. Das ist so scheiße, natural zu sein. Ja, aber dann sitzt du da, das ist so, weiß ich nicht. Wie so, als ob du im Gefängnis sitzt, weißt du, und tatsächlich unschuldig bist. Das ist irgendwie komisch, weißt du, wenn dir das dann Leute vorwerfen. Ich würde sagen, ich hätte da überhaupt kein Problem mit. Ich hätte überhaupt kein Problem damit, irgendwie zuzugeben, irgendwas. Also ich krieg selten die Vorwürfe. Echt? Finde ich echt gut. Ab und zu mal oder so, wenn ich wirklich richtig shredded bin, dann ja, Oskar, Fett abgebaut, Muskeln aufgebaut in der kurzen Zeit, das geht gar nicht, so stimmt was nicht. Oder Stoff an Nacken oder zu dicke Arme für deinen Körper. Aber es ist selten. Ja, bei mir passiert das echt in letzter Zeit sehr häufig. Immer die Arme, aber sind halt dick. Aber seit 17 Jahren schon, deswegen. Naja. 17 Jahren? 17 Jahre trainiere ich jetzt schon. Aber in den anderen 16 Jahren hattest du noch dünne Arme und letzten Jahr waren sie plötzlich dick. Genau, das Witzige ist, das Erste, was man halt macht, ne, wenn man irgendwie 13, 14 ist, man holt sich Hanteln und macht dann die ganze Zeit die Curls. Ich glaube, das hat auch wirklich damit was zu tun. Das habe ich auch gemacht. Ich habe es noch nie erwähnt, aber ich habe wirklich, also eigentlich mit 18 angefangen, aber früher, mit 15, 16 hatte ich auch 5 Kilo Hanteln. Ja. Habe damit einfach so viel Wiederholungen gemacht, jeden Abend, bis ich nicht konnte. Ja. Und dann so viel Liegestütze, bis ich nicht konnte. Irgendwann war ich irgendwie so bei 70 Liegestützen. Ja. Und dann mit 50 Kilo Hanteln, sage ich schon, als 15-Jähriger. Nein, mit 5 Kilo Hanteln vielleicht irgendwie so 30, 40 Wiederholungen. Keine Ahnung. Ja. Aber das war nur so nebenbei. Genauso, ja. Und das habe ich dann. Dann hat man den über Kreuz genommen, weil es zu wenig war. Ja, ich auch. Da hatte ich 10 Kilo. Ich hatte so Wasserhanteln von meiner Mutter. Ja. Und irgendwann habe ich so kleine Hocker genommen. Die waren ein bisschen schwerer. Ich hatte ein Kilo mehr oder so. Ja, ich habe dann auch irgendwie Bankdrücken versucht mit einem Stuhl oder so. Ja. Ich bin auch auf die bescheuerten Ideen gekommen. Ja, ist lustig. Wir hatten so eine Teppichklopfstange draußen. Und da habe ich mich auch immer hochgezogen. Es ging aber nicht, weil die untere da auch noch. Diese kenne ich. So, genau. Von früh aus Polen. Ja, in Polen gab es die überall, genau, da wo die Müllcontainer waren. Ja, genau. Hä? Kamst du aus derselben Gegend wie ich? Ist ja in der Nähe, oder? Nee, wo kommst du nochmal aus Polen her? Bydgoszcz. Aber ich kenne mich geografisch nicht so sehr aus. Du? Bei mir ist Oberschlesien. Also ich bin ziemlich zentral, so im Norden. Ja. Aber ich glaube, die hängen da überall. So wie Hamburg in Deutschland ist ungefähr Bydgoszcz in Polen gelegen. Nee, wir sind ganz unten links. Im Dreh. Also habt ihr auch mit Klimmzügen angefangen? Bisschen, ja. Wir hatten auch so eine Teppichklopfstange. Ja. Das war zwar in Deutschland, aber wir hatten auch Als ich ein bisschen angefangen habe mit Training, war ich ja auch schon in Deutschland, da gab es nicht mehr die Teppichklopfstange. Da wurden die Teppiche geklopft eigentlich heutzutage. Gibt's Teppiche noch? Heute hat doch jeder irgendwie. Teppiche sind out. Mein Onkel und mein Vater haben da immer gebettelt. Mein Onkel hat immer zu meinem. Nee, Quatsch. Mein Vater und sein bester Freund. Und mein Vater hat immer gesagt, als er dann sagte, Harald, wie viel machst du, wie viele Klimmzüge? Er so, immer einen mehr als du. Ne? Und irgendwann habe ich doppelt so viel gemacht wie beide zusammen. Und dann war ich der Champion. Was bewegt uns noch gerade? Was passiert bei euch gerade eigentlich? Genau, wollte ich auch mal fragen. Mit wem fühlst du warum bist du überhaupt hier? Warum bist du hier? Was machst du hier? Ich bin einfach mal hier spontan hergefahren, weil hier kommen viele aus der Gegend, so YouTuber, hier gibt es viel mit Medien, so. Ja. Hier ist eigentlich ganz viel los. Es ist sehr schön, die Leute sind freundlich. Ich hatte hier 3 Fotoshootings, cool. Ich hatte ein paar Kooperationen, unter anderem mit euch, mit Akko.
heißen. Ich wollte noch eigentlich runter nach Frankfurt zu Alon, aber dem geht es nicht so gut, weil er hat ja seinen Unfall, da haben wir das verschoben. Und ja, bin hier, eigentlich wollte ich nur ein paar Tage bleiben, bin hier aber länger geblieben, weil immer kam was Neues dazu. Und das habe ich noch nicht im Video erwähnt, auch nicht auf meinem Channel, aber ich bin jetzt seit neuestem in einem Netzwerk. Mhm. Das ist Tube One, das ist also ein etwas kleineres Netzwerk, wo ein paar, also ich finde, das sind echt die besten YouTuber. Sind nicht viele, sondern ein paar, aber so drin, sehr kann man gute. Das sagen? Uwe ist auch drin. Uwe, Alon, Rafa, also von den Fitnessleuten und ich. Ich denke, das war's. Und ansonsten sind solche drin, die so Comedy machen und schminken und solche Sachen wie Simon. In Köln sehen, ne? Simon, Leon, Mert, Dagi B, Melina und so. Ja, viele. Diese Ape Crime, Außenseiter. Ja. Also ganz coole Leute, die auch viel Reichweite haben. Und ich habe irgendwie die Chance bekommen, da einzusteigen. Und die sind richtig cool. Alles. Das ist wie so eine Familie. Ich habe die alle kennengelernt. Cool. Und ja, ich war ja die ganze Zeit. Viele sind ja in einem Netzwerk, eigentlich irgendwie fast alle. Ich war die ganze Zeit bis jetzt noch nicht. Und ich kriege ja sehr, sehr oft Anfragen, was ich immer ignoriert habe. Aber das fand ich wirklich cool, diese Sache. Und das ist ja in Köln. Jetzt werde ich öfters in Köln sein, weil kann man echt coole Sachen machen. Bist du nächsten Monat in Köln? Also wenn du nächsten Monat kommst, Juli. Wir machen ja unseren Workshop, dann können wir vielleicht da mal trainieren gehen. In Juli ist es bei mir zeitlich ein bisschen knapp. Ab dem 16. bis 19. bin ich auf dem Festival, dann 20. bis Ende des Monats mit regenerieren. In Lissabon, Urlaub. Und davor habe ich noch ein paar Personal Trainings. Was für ein Festival machst du? Ich fahre zu Airbeat One, das ist in Neustadt Glewe. Das ist auch ganz wichtig, oder? Von Hamburg Richtung Berlin, nur eine Stunde. Und alle sind herzlich eingeladen. Da mache ich auch ein Treffen und so. Weil sowas ist voll mein Ding. Wie die Leute auf von meinem Channel wissen, ich tanze sehr, sehr gerne. Ja. Echt. Das Video habe ich verpasst. Ich habe einen Teil gesehen, glaube ich. Ich bin nur im Auto. Ja, ich gehe einfach ab vorm Training, drehe ich die Musik auf, dann bin ich in the zone. Der ruhige Oscar. Ne? Ja, gestern beim Training auch total chillig, ich glaube. Das ist echt. Ich bin so ruhig normalerweise, aber wenn geile Musik kommt, sind ja die besten DJs der Welt, dann gehe ich schon ab, ja. Also zusammenfassend läuft es bei dir gerade ganz cool und du suchst. Ja, läuft alles bestens. Ja, sehr, sehr gut. Ich will einfach nur das du machen. Du hast mir gestern gesagt, was du werden willst. Was ich werden will? Was werden willst? Mein Ziel ist es. Willst du das nicht ankündigen? Doch. Also auf meinem Channel ist das, aber nochmal für alle. Mein Ziel ist es, Deutschlands größter Fitness-YouTuber zu werden. Ja. Ja, ausraut. Genau. Das ist auch mal so witzig, ne? Wenn man halt zu erreichen. Sobald man irgendwie, jeder will ja irgendwie Reichweite und jeder will vernetzen und sobald du das aber machst, gibt es so viele, die sagen, boah, du vernetzt dich, du willst nur Reichweite und kritisieren das, dabei ist das auch was Positives, auch große Ziele, ich finde das total cool. Das ist ja jetzt nicht, dass er sagt, ihr seid alle Kacke und ich bin der Beste, sondern ein Ziel setzen, ich finde das total cool. Ich finde das total cool. Ich finde auch so, viele lachen halt, wenn ich das sage. Ja, aber das ist eine ganz wichtige Sache. Ich finde, daher kommt auch so diese ganze Geschichte mit diesem Hate auch, was du gerade sagst. Ne? Dass viele halt immer nur so für sich oder quasi in ihrem geschlossenen Kreis, in ihrer Community was machen. Wir mit unserer Community zum Beispiel jetzt, wir wollen mit anderen einfach was zusammen machen. Wir sagen, wir sind alle irgendwie so eine Fitness-Generation und Physik-Generation. Und, genau, erzähl du direkt. Ja, das ist einfach so, da kann jeder mal mit einsteigen und da muss... Ich finde das so albern, weißt du, wenn man irgendwie sagt, hier, ne, wir sind die und die, ich will jetzt keine Namen nennen, irgendwie die und die Gruppierung und ne, du darfst nur mit denen und so weiter. Ne? Ja, deswegen auch, also ich würde zum Beispiel nie... Das ist wie Trash-TV. Ja, ich würde auch nie... Ich hab auch damals schon ganz, ganz früher, was heißt früher, also wo wir schon echt ganz gute Abos hatten, habe ich auch mit Leuten zusammengearbeitet, die, weiß nicht, die 500 Abos hatten oder so. Mir ist das so egal. Ja. Also, wenn mir da jemand sympathisch ist oder so. Viele sagen ja, man macht da nur Abos mit Leuten, die für sich damit. Das habe ich auch oft gehört, wo ich noch weniger Abonnenten habe. Ja. Nee, mit dir machen wir keine Videos, Wahnsinn, du bringst uns nichts. Und jetzt kommen sie an und jetzt sage ich, mache ich nichts mit euch. Ja. Aber wenn jetzt irgendein cooler Typ, letztens im Gym sehe ich so einen, der sagt, ja, ich mache auch YouTube, was weiß ich, 100 Abonnenten oder so. Und der hat auch eine gute Kreuzhebenleistung gemacht. Ich habe ihn da gefilmt bei 180 oder so. Da habe ich ihn einfach mal verlinkt. Ja.
Er hat das gar nicht erwähnt, aber einfach weil ich ihn korrekt fand. Ist mir egal, wie viel Abos der hat oder so. Eben. Wenn er ein cooler Typ ist, von der Persönlichkeit her, dann unterstütze ich das. Das finde ich auch cool. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gestern gesagt hattest, dass man, auch wenn man sich irgendwie vernetzt oder wenn man irgendwelche Kooperationen oder Verträge macht oder sowas, dass man da noch frei bleibt, dass man beweglich bleibt. Ja. Also ich glaube, da sind auch ganz viele so im Sportmodeling oder mit Sponsoring irgendwie dran, die dann Dinge einfach aufs Auge gedrückt bekommen und du bist mir eben für 3 oder 5 Jahre vollkommen gefesselt. Richtig, und die Sponsoren wollen auch immer die Exklusivität. Das heißt, sie wollen, dass sie die Einzigen sind, um eben halt noch mehr zu profitieren, aber also ich mache solche Verträge grundsätzlich nicht, dass ich mir dann, dass ich irgendwie gebunden bin, irgendwas zu machen. Ich will diesen Druck nicht. Ich will einfach das machen, worauf ich Lust habe. Ja. Und wenn die Sponsoren das nicht akzeptieren, dann nicht. Ich habe jetzt halt auch ein paar Sponsoren, aber da bin ich total frei. Mhm. Und deswegen ist am besten so. Ja, das ist aber genau der Punkt, wieso ich wirklich kein Sponsoring will bis jetzt. Das ist echt so. Also wir kriegen ganz viele Sachen, teste das mal oder so, dann gebe ich da meine knallhart ehrliche Meinung, wenn da irgendwas ist. Aber kann sein, dass es da wirklich lockere Verträge gibt, aber ich will mich da auch gar nicht festsetzen. Ich habe mit so vielen schon gesprochen irgendwie. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wo man echt sagt, ich würde so gerne mit dir zusammen, aber ich kann nicht. Hinter mir die Leute, die sagen, wir haben auch irgendein Trainingsprogramm oder wir haben auch irgendwas ähnliches zu dir und deswegen geht es nicht. Das ist so. Finde ich total schade, sowas würde ich nicht machen. Shapeio finde ich gut. Ja. Du bist jetzt. Zum Beispiel, du bist ja bei Shapeio auch, ne? Ja. Finde ich sehr gut. Ja. Ich auch. Ich habe ja auch die Jungs von Shapeio getroffen, wir waren ja in Madrid und da haben wir auch so quasi hinter den Kulissen so ein bisschen gesprochen und so. Die machen, glaube ich, eine gute Sache und auch eine offene Sache und damit kann sich auch jeder identifizieren. Die sind eigentlich wirklich offen, ganz locker und wer Shapeio auch cool findet, am 1. und 2. August findet in Hamburg so ein Camp statt mit Shapeio, also mit Felix, Justin, Jeff nicht, aber Ryan, Terry ist da und ich bin auch da. Könnt ihr mal abchecken, falls ihr Lust habt, könnt ihr vorbeikommen. Cool. Tanzt du da auch? Mal gucken. Ich habe mir jetzt so gedacht, auf der nächsten FIBO. Nein! Da mache ich so meine Musik an. Einige haben ja richtig die Menge mitgerissen, so. Ja. Teilweise auch so übertrieben oder so. Aber ist cool, da so Stimmung zu machen. Ja. Ich fand's auch geil. Vielleicht kurz nochmal Thema FIBO. Alle stänkern immer, ne, so gegen die ganzen Großen. Aber ich find's so krass, was die so insgesamt für alle Fitnessleute irgendwie schon getan haben. Ja. Was da für eine Stimmung war. Ich find's so cool irgendwie, dass eben Leute da irgendwie einen Weg gehen und zusammen was machen. Und so. Ich fand das echt krass, was da abging. Ja. Dazu muss ich eine Sache noch sagen. Guck mal, das, was da an Stimmung war, ne, was du jetzt gerade gesagt hast, ne, habe ich in den ganzen Jahren FIBO nicht gesehen. Ja, eben. Habe ich, also das, was jetzt bei, okay, können wir sagen, ne? Also wenn du nächsten Monat kommst, Juli. Wir machen ja unseren Workshop, dann können wir vielleicht da mal trainieren gehen. In Juli ist es bei mir zeitlich ein bisschen knapp. Dem 16. bis 19. bin ich auf dem Festival, dann 20. bis Ende des Monats mit regenerieren in Lissabon, Urlaub. Und davor habe ich noch ein paar Personal Trainings. Was für ein Festival machst du? Ich fahre zu Airbeat One, das ist in Neustadt Glewe. Das ist auch ganz wichtig, oder? Von Hamburg Richtung Berlin, nur eine Stunde. Und alle sind herzlich eingeladen. Da mache ich auch ein Treffen und so. Und sowas ist voll mein Ding. Wie die Leute von meinem Channel wissen. Ich tanze sehr, sehr gerne. Ja. Echt? Das Video habe ich verpasst. Ja. Ich habe einen Teil gesehen, glaube ich. Ich bin mit deinem Auto. Ja, ich gehe einfach ab vom Training, drehe ich die Musik auf, dann bin ich in the zone. Der ruhige Oscar, ne? Gestern beim Training auch total chillig, ich glaube. Das ist echt. Ich bin so ruhig normalerweise, aber wenn geile Musik kommt, das sind ja die besten DJs der Welt, dann gehe ich schon ab, ja. Also zusammenfassend läuft es bei dir gerade ganz cool und du suchst. Ja, läuft alles bestens. Ja, sehr, sehr gut. Ich will einfach nur das machen. Du hast mir gestern was gesagt, was du werden willst. Was ich werden will? Was werden willst du? Mein Ziel ist. Willst du das nicht ankündigen? Doch. Ja, also auf meinem Channel ist das, aber nochmal für alle. Mein Ziel ist es, Deutschlands größter Fitness-YouTuber zu werden. Ja, aus Raut.
genau. Es kommt mal so witzig, ne? Wenn man halt ja, zu erreichen. Sobald man irgendwie, jeder will ja irgendwie Reichweite und jeder will vernetzen und sobald du das aber machst, gibt es so viele, die sagen, oh, du vernetzt dich, du willst nur Reichweite und kritisieren das. Dabei ist das auch was Positives, auch große Ziele, ich finde das total cool. Das ist ja jetzt nicht, dass er sagt, ihr seid alle Kacke und ich bin der Beste, sondern ein Ziel haben setzen, wir gestern auch schon total cool. Ne? Ich finde das total cool. Ich finde auch so... viele lachen halt, ja, wenn ich das sage. Ja, aber das ist eine ganz wichtige Sache. Ich finde, daher kommt auch so diese ganze Geschichte mit diesem Hate auch, was du gerade sagst. Ne? Dass viele halt immer nur so für sich oder quasi in ihrem geschlossenen Kreis, in ihrer Community was machen. Wir mit unserer Community zum Beispiel jetzt, wir wollen mit anderen einfach was zusammen machen. Wir sagen, wir sind alle irgendwie so eine Fitness-Generation ne? Und Physik-Generation. Und, genau, erzähl du direkt. Ja, das ist einfach so, da kann jeder mal mit einsteigen und da muss... Ich finde das so albern, weißt du, wenn man irgendwie sagt, hier, ne, wir sind die und die, ich will jetzt keine Namen nennen, irgendwie die und die Gruppierung und ne, du darfst nur mit denen und so weiter. Ne? Ja, deswegen auch, also ich würde zum Beispiel nie... Das ist wie Trash-TV. Ja, ich würde auch nie... Ich hab auch damals schon ganz, ganz früher, was heißt früher, also wo wir schon echt ganz gute Abos hatten, habe ich auch mit Leuten zusammengearbeitet, die, weiß ich nicht, die 500 Abos hatten oder so. Mir ist das so egal. Ja. Also, wenn mir da jemand sympathisch ist oder so. Viele sagen ja, man macht da nur Abos mit Leuten, die für sich... Das habe ich auch oft gehört, wo ich noch weniger Abonnenten habe. Ja. Nee, mit dir machen wir keine Videos, Wahnsinn, du bringst oder? Uns nichts. Und jetzt kommen sie an und jetzt sage ich, jetzt mache ich nichts mit euch. Ja. Aber wenn jetzt irgendein cooler Typ, letztens im Gym sehe ich so einen, der sagt, ja, ich mache auch YouTube, was weiß ich, 100 Abonnenten oder so. Und der hat auch eine gute Kreuzheben-Leistung gemacht. Ich habe ihn da gefilmt, 280 oder so. Da habe ich ihn einfach mal verlinkt. Ja. Er hat das gar nicht erwähnt, aber einfach, weil ich ihn korrekt fand. Ist mir egal, wie viele Abos der hat oder so. Eben. Wenn er ein cooler Typ ist, von der Persönlichkeit her, dann unterstütze ich das. Das finde ich auch cool. Mhm. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den du gestern gesagt hattest, dass man, auch wenn man sich irgendwie vernetzt oder wenn man irgendwelche Kooperationen oder Verträge macht oder sowas, dass man da noch frei bleibt, dass man beweglich bleibt. Ja. Also ich glaube, da sind auch ganz viele so im Sportmodeling oder mit Sponsoring irgendwie dran, die dann Dinge einfach aufs Auge gedrückt bekommen und du bist mir eben für 3 oder 5 Jahre vollkommen gefesselt. Richtig, und die Sponsoren wollen auch immer die Exklusivität. Das heißt, die wollen, dass sie die Einzigen sind, um eben halt noch mehr zu profitieren, aber also ich mache solche Verträge grundsätzlich nicht, dass ich mir dann, dass ich irgendwie gebunden bin, irgendwas zu machen. Ich will diesen Druck nicht. Ich will einfach das machen, worauf ich Lust habe. Ja. Und wenn die Sponsoren das nicht akzeptieren, dann nicht. Ich habe jetzt halt auch ein paar Sponsoren, aber da bin ich total frei. Mhm. Und deswegen ist es am besten so. Ja, das ist aber genau der Punkt, wieso ich wirklich kein Sponsoring will bis jetzt. Das ist echt so. Also wir kriegen ganz viele Sachen, teste das mal oder so, dann gebe ich da meine knallhart ehrliche Meinung, wenn da irgendwas ist. Aber kann sein, dass es da wirklich lockere Verträge gibt, aber ich will mich da auch gar nicht festsetzen. Ich habe mit so vielen schon gesprochen irgendwie. Ich nenne jetzt keine Namen, aber wo man echt sagt, ich würde so gerne mit dir zusammenarbeiten, ich kann nicht. Hinter mir die Leute, die sagen, wir haben auch irgendein Trainingsprogramm oder wir haben auch irgendwas ähnliches zu dir und deswegen geht es nicht. Das ist so. Finde ich total schade, sowas würde ich nicht machen. Hm. Und,